Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video, in dem ich ja über ein Thema sprechen will, was noch in aller Munde ist, und zwar das 9-Euro-Ticket. Einige haben ja schon vor Einführung des 9-Euro-Tickets darüber ein Video gemacht. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal zum Ende des Gültigkeitszeitraumes ein Video und ja, möchte mal so ein Fazit ziehen. Ich habe mich mit vielen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis unterhalten und ja, deren Erfahrungen mal so eingesammelt. Ich habe natürlich viele eigene Erfahrungen auch gemacht und auch in den Medien beobachtet, was da so geschrieben wurde. Und ich möchte mal alles so kompakt zusammenfassen und auch mein persönliches Fazit euch in diesem Video mitteilen. Viel Spaß! Fangen wir mal mit den positiven Aspekten an. Das Ticket war ja dazu gedacht, die uns Bürger, ja jetzt gerade in der Zeit, wo ja die Preise immer weiter steigen, finanziell zu entlasten. Und ja, man muss ja auch sagen, also viele Menschen, wie jetzt auch gerade mich, die ja öfters mit der Bahn fahren, ja, hat es durchaus finanziell entlastet. Die Ausgaben für Bahntickets sind natürlich auch deutlich gesunken, zumindest wenn man viel Nahverkehr gefahren ist. Und weil ja viele Pendler ja auch im Nahverkehr unterwegs sind, hat es natürlich auch sehr viele Pendler finanziell entlastet, die ja auf einmal nur noch 9 Euro statt 200 oder 300 Euro jeden Monat ausgeben mussten. Man kann auch anhand der Zahlen festhalten, dass ja das 9-Euro-Ticket verkaufstechnisch ein absoluter Erfolg war und ist, denn 50 Millionen Menschen haben dieses Ticket genutzt. 40 Millionen haben sich aktiv gekauft. Und 10 Millionen haben eine Jahreskarte oder etwas Ähnliches und haben dann den Differenzbetrag zu ihrem Betrag, den sie monatlich einfach zahlen, und den 9 Euro zurückerstattet bekommen auf ihr Konto. Also 50 Millionen Nutzer des 9-Euro-Ticket gab es. Und ja, bei einer Bevölkerung von 80 Millionen, da muss man sagen, ja, ist es doch deutlich über die Hälfte der Bevölkerung, die das 9-Euro-Ticket in Anspruch genommen hat. Und es ist natürlich nicht nur beim Kauf geblieben. Die meisten haben ihr Ticket auch gut genutzt, sind öfters mit der Bahn gefahren. Und es gibt eine Statistik, die den Juni 2019 mit dem Juni 2022 vergleicht. Also mit einem Monat, der vor Corona lag. Und im Vergleich zu vor Corona gab es im Juni 2022 42% mehr Bahnreisen im Nahverkehr. Und ja, das zeigt doch ja wirklich, dass das Fahrgastaufkommen enorm angestiegen ist und dass das 9-Euro-Ticket wirklich dazu geführt hat, dass viel mehr Menschen die Bahn genutzt haben. Einen positiven Effekt gab es aber auch für den Autoverkehr. Zwar ja, war jetzt die Verlagerung von der Straße auf die Schiene nur relativ gering. Allerdings, ja, es gab auch teilweise eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Ich kenne auch einige, die nicht mehr mit dem Auto dann zur Arbeit gependelt sind, sondern den Zug ausprobiert haben aufgrund des 9-Euro-Tickets. Außerdem wurde gemessen, dass in 26 untersuchten Städten oder dass von 26 untersuchten Städten in 23 Städten es weniger Staus gab. Also ja, hatte es zwar einen leichten, aber ja, es hatte einen positiven Effekt auch für alle, die mit dem Auto gefahren sind. Außerdem kann man festhalten, dass das Ticket nicht nur von Menschen genutzt wurde, die ohnehin auch schon vor Zeit des 9-Euro-Tickets viel Bahn gefahren sind, sondern es hat vor allem viele Neukunden angelockt, also Menschen, die sonst eigentlich fast nur Auto fahren, die hat es auch dazu motiviert, mit der Bahn zu reisen. Des Weiteren kann man festhalten, dass durch die Einführung des 9-Euro-Tickets auch ja, die Bahn wieder in einem ganz anderen öffentlichen Bewusstsein war. Natürlich wurde auch viel in den Medien berichtet, aber auch ja, viele Menschen, die sich vielleicht sonst so gar nicht für die Bahn interessieren, haben sich auf einmal ja, dafür interessiert. Zudem hat es einfach auch dazu geführt, dass die Hemmschwelle, die Bahn zu nutzen, auch deutlich abgebaut wurde. Also viele, die früher eigentlich immer nur mit dem Auto gefahren sind, die Bahn, weiß ich nicht, so kompliziert mit den Tickets und alles. Die Hemmschwelle wurde abgebaut und die Leute sind jetzt einfach mal aufgrund der Einfachheit des 9-Euro-Tickets haben sie sich dieses gekauft, sind einfach mal mit der Bahn gefahren. Und ja, wie gesagt, hat dazu geführt, dass auch Menschen, die fast nie oder schon ganz, ganz lange nicht mehr Bahn gefahren sind, das einfach mal gemacht haben und auch teilweise für sich entdeckt haben. Abschließend noch zwei weitere positive Effekte, bevor wir dann auch zu den negativen kommen. Zum einen hat es natürlich auch dazu geführt, das 9-Euro-Ticket, dass die Inflation nicht mehr so stark gestiegen ist. Des Weiteren hat es natürlich auch einen sozialen positiven Aspekt,
Denn Menschen mit geringem Einkommen, für die Urlaub machen eigentlich eher weniger ein Thema ist, die sich das gerade jetzt aufgrund der steigenden Preise ohnehin nicht leisten können, die hatten jetzt wenigstens mal mit dem 9-Euro-Ticket die Möglichkeit, günstig mit der Bahn zum Beispiel in die Berge oder ans Meer zu fahren, ja, was ihnen sonst in der Regel eigentlich verwehrt bleibt. Ja, aber natürlich hatte das 9-Euro-Ticket auch so etliche Schattenseiten. Denn auf einigen Linien, da kam es einfach dazu, dass Züge völlig überfüllt waren und ja, teilweise auch nicht mehr alle, die mitreisen wollen, mitreisen konnten. Hier und da wurde auch mal mit Zusatzzügen und Ersatzkonzepten reagiert von Seiten der Verkehrsministerien aus. Allerdings aufgrund der Kürze der Zeit war dann da auch nicht bis auf die eine oder andere kleinere Lösung was möglich. Und deswegen ja, gab es auf etlichen Linien, ich erinnere mich hier an den RE, Nürnberg, Bamberg und weiter nach Leipzig, aber auch Nürnberg, Ingolstadt, München. Das waren so zwei Linien, die ich immer mal wieder genutzt habe und ja, da waren es schon krasse Szenen zum Teil. Also ja, es war einfach wahnsinnig voll und es haben immer wieder versucht, Leute in den Zug reinzukommen und ja, ging dann nicht und es sind immer wieder Leute auch stehen geblieben. Ich hatte auch öfter Sorge, ja, überhaupt noch in den Zug reinzukommen, war dann allerdings immer rechtzeitig in Nürnberg, sodass es dann ja, schon immer funktioniert hat, aber ja, das war doch wirklich nervlich für einige, nicht einfach und natürlich auch, ja, hat es zu Frustration, zu Enttäuschung geführt, dass ja, man seinen Zug in den Zug nicht mehr reinkam, dass man lange Wartezeiten zum Teil hatte und vor allem darf man eins nicht vergessen, für das Bahnpersonal war das natürlich extrem belastend auch, solche Sachen. Also ich meine, klar, es waren viele Linien, wo die Züge zwar voll waren, aber nicht so krass voll, aber es gab schon etliche Linien, da war die, ja, da waren die Züge einfach überhaupt nicht für den Fahrgastansturm ausgelegt. Ja, da konnten nicht mehr alle Reisenden mitkommen und das hat natürlich auch dazu geführt, ja, dass dann die Türen an den Bahnhöfen nicht mehr zugegangen sind, dass die Lokführer immer wieder Ansagen machen mussten, dass die Leute von den Türen zurücktreten sollen oder halt nicht mehr der Rest mitkommen kann. Und ja, manche haben es dann nicht eingesehen, dass mit ihren Fahrrädern nicht reinkommen und so weiter und so fort. Also viel Ärger und Stress und auch deutliche Verzögerungen beim Ein- und Ausstieg. Das hat natürlich auch zu Verspätungen geführt, viel Frustration und den Frust haben dann eben halt auch die Bahnmitarbeiter in Form von Lokführer, Zugbegleiter abbekommen und die mussten da viel aushalten und für die war das natürlich genauso frustrierend, solche Situationen irgendwie zu handeln. Die haben definitiv hier eine große Arbeit geleistet. Herzliches Dankeschön dafür. Und ja, das war aber natürlich ja, eine Schattenseite des 9-Euro-Tickets, weil ja, hier ein System, was ja, teilweise eben ja, aufgrund von Wirtschaftlichkeit mit dem Fahrgastansturm einfach überfordert war. Und natürlich muss man auch sagen, wer auch noch leidtragend waren natürlich Pendler, die ja eigentlich immer mit der Bahn fahren und ja, jetzt aufgrund des 9-Euro-Tickets auf einmal ja, keinen Sitzplatz mehr in ihrem Zug bekommen haben, beziehungsweise teilweise sogar Angst hatten, überhaupt noch in den Zug reinzukommen. Und da kann ich natürlich dann schon verstehen, dass die Sorge, überhaupt täglich auf Arbeit zu kommen, beziehungsweise ja, verspätet dann eben auf Arbeit zu kommen oder halt dicht gedrängt nur noch zu stehen, während es davor vielleicht voll war, aber nicht so krass voll, dass die Pendler dann schon verärgert waren und dann gesagt haben, natürlich haben wir irgendwo profitiert davon, dass wir nur noch 9 Euro zahlen mussten, anstatt das teure Monatsticket, aber ja, ich kenne auch einige, die sagen, ja, sie sind sehr froh, dass ja, jetzt dann Ende August ja, hoffentlich etwas Normalität in Anführungszeichen wieder einkehrt. Ein weiteres Problem war natürlich auch, dass jetzt nicht alle gleichermaßen eben von dem 9-Euro-Ticket profitiert haben. Klar, Menschen, die auf dem Land wohnen, wo nur zweimal am Tag ein Bus fährt, die hatten jetzt natürlich nicht so viel vom 9-Euro-Ticket. Wobei ich sagen muss, dass das nicht ganz meine Erfahrung wieder gespiegelt hat. Denn ich habe bei meinen Zugfahrten auch ja häufig an Stationen, die in der ländlichen Region liegen, gesehen, ja, dass auf den Parkplätzen auf einmal viel, viel mehr Autos stehen als sonst. Das heißt also, auch Leute, die jetzt auf dem Dorf wohnen, wo vielleicht der ja, Versorgung mit Nahverkehr nicht so gut ist, die sind dann auch häufig mit dem Auto zur nächstgelegenen Bahnstation gefahren und haben dann eben auch schon vom 9-Euro-Ticket profitiert. Von daher sehe ich das Argument jetzt nicht ganz so schwerwiegend, aber natürlich, klar, haben nicht alle gleichermaßen profitiert. Und da stellt sich jetzt natürlich abschließend die Frage, ja, dieses 9-Euro-Ticket, ja, es hatte ja seine Schattenseiten und es hat auch dem Steuerzahler Milliarden von Euro gekostet. Ja, war es das jetzt eigentlich wert, dieses 9-Euro-Ticket? War das sinnvoll? Und mein persönliches Fazit lautet, ja, das war es wert. Es war gut, dass es das 9-Euro-Ticket gab. Denn ich finde, durch das 9-Euro-Ticket ist ein riesiger Stein ins Rollen gekommen. Es ist
der Beweis dafür, dass auch in einem sehr autofokussierten Land wie Deutschland man es schafft, viele Menschen, die sonst nur mit dem Auto fahren, fürs Bahnfahren zu motivieren. Ja, und wir hatten ja einen Fahrgastanstieg von über 40% und das, obwohl wir ja nicht einen wirklich attraktiven Nahverkehr teilweise haben. Ne? Ich meine, überfüllte Züge, verspätete Züge und trotzdem sind die Menschen auf die Bahn umgestiegen, weil das Ticket schon so einfach war. Und man möchte sich mal gar nicht ausrechnen, was jetzt noch kommt, wenn jetzt die Politik es schafft, auch noch auf den entsprechenden Linien für mehr Fahrzeugkapazitäten, für mehr Personal und natürlich auch für Investitionen in die Streckeninfrastruktur zu sorgen, sodass mehr Bahnverkehr abgewickelt werden kann, auch der Bahnverkehr zuverlässiger abgewickelt werden kann und wir dann ein wirklich attraktives Bahnangebot haben und dann natürlich auch noch ein einfach zu nutzendes Ticket. Also man stellt sich mal vor, wir hätten das schon alles, was dann für Fahrgastanstiege auch langfristig gesehen noch möglich sind. Und von daher denke ich, hat das 9-Euro-Ticket einiges gezeigt, was möglich ist in Deutschland. Und von daher hoffe ich, ja, dass es in Zukunft ein Nachfolgeticket gibt. Natürlich nicht so günstig, aber einfach zu handhaben. Denn das hat das 9-Euro-Ticket gezeigt. Wenn was einfach zu bekommen ist oder einfach zu nutzen ist, dann kommen die Leute zur Bahn, kommen auf den Geschmack. Und ja, wenn die Züge dann auch mal nicht immer so überfüllt sind, dann denke ich, bleiben auch noch viel mehr Menschen langfristig bei der Stange. Und von daher bin ich der Meinung, hat es das gebracht, das 9-Euro-Ticket, wenngleich es natürlich auch einige Schattenseiten hatte. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Jetzt würde mich von euch interessieren, wie fällt euer persönliches Fazit aus? Was waren eure persönlichen Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch ein Video sehen wollt, wo ja ein guter Kumpel und ich das 9-Euro-Ticket ausprobiert haben, dann klickt hier in die Mitte rein und dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.